Und wir haben Gelegenheit, mit der Spitzenkandidatin der Grünen zu sprechen. Man muss noch sagen, mit aller Vorsicht, aber die jetzigen Zahlen sehen Sie knapp über 5%. Das kann noch dazu führen, dass Sie nicht im neu gewählten Saarländischen Landtag vertreten sind. Das wäre dann ein Stück weit auch die Quittung für die schlechte Politik Ihrer Partei der letzten Jahre, oder? Also zunächst mal sieht es ja so aus, dass wir eher im Landtag drin sind und von daher sind wir da auch optimistisch und warten das Endergebnis ab. Also muss man ein bisschen abwarten, das höre ich raus, aber das ist ja auch zum jetzigen Zeitpunkt klar, dass Sie natürlich da einfach auch noch die Zahlen abwarten. Woran lag es denn, dass Sie hier nicht punkten konnten? Weil so ein Stück weit war ja wirklich ruinös vielleicht auch für Sie und vielleicht auch eine Bürde auch für Sie als Spitzenkandidatin, dass bei der Bundestagswahl letztes Jahr Ihre Partei ja hier im Saarland Novum gar nicht antreten konnte. Ja, wir hatten natürlich eine schwierige Ausgangslage, aber ich denke, daraus haben wir das Beste gemacht. Wir hatten einen sehr geschlossenen Wahlkampf. Jetzt haben auch alle zusammengearbeitet, haben das Wahlprogramm auch zusammen aufgestellt, sehr geschlossen. Und von daher bin ich auch stolz auf die Partei und auch auf alle, die jetzt geholfen haben, an diesem Erfolg dann auch teilzuhaben, so denn es auch dabei bleiben sollte. Woran liegt es denn, dass Sie anders als in anderen Bundesländern nicht punkten können im Saarland? Beispielsweise, wenn man hier in Saarbrücken guckt, da ist die Grüne durchaus ja auch vertreten mit ihrer Politik im Stadtrat, in der Kommune. Aber auf dem breiten Land, da kommen Sie nicht an mit Ihren Themen. Warum? Das kann man so nicht sagen. Ich persönlich komme aus einer Kommune, wo es 15 Ortsteile gibt, sehr ländlicher Raum, Blieskastel. Und wir hatten dort, ich habe persönlich als Bürgermeisterkandidatin dort 27% geholt. Und das ist ja doch ein sehr starkes Ergebnis auch für eine 29-jährige Grüne damals auf dem Land. Von daher, wir haben diese kommunal starken Zentren. Wir haben es aber bisher nicht geschafft, das auch auf Landesebene zu holen. Und ich hoffe, dass wir das künftig können. Was ist denn dann die Ausgangslage, auf die Sie sich jetzt einstellen? Weil je nachdem, wie Sie jetzt vielleicht in den Landtag einziehen oder nicht, gibt es einen Machtwechsel. Anke Rehlinger wird die CDU nach knapp 23 Jahren als Ministerpräsidentin, erste Frau im Übrigen fürs Saarland, ablösen. Aber auf was für ein Pferd setzen Sie? Was sind die inhaltlichen Punkte, die Sie jetzt klar auch nochmal in den politischen Diskurs stellen wollen? Klimapolitik ist eins, was immer für die Grünen prädestiniert ist, aber mit welchen Themen wollen Sie denn durchdringen in Zukunft bei den Saarländern? Ja, also für uns war das Thema Klimawandel, Ausbau der erneuerbaren Energien im Saarland ein zentrales Wahlthema, weil wir nur bei 20% Erneuerbaren hier sind und das auch ein Wirtschaftsfaktor ist, wie wir jetzt auch bei Intel und Northvolt in Bayern gesehen haben. Das ist auch ein Standortfaktor für Saarland. Deswegen brauchen wir auch Erneuerbare für eine zukunftsfähige Wirtschaftspolitik. Hier für uns ein wichtiger Punkt, wie schaffen wir diese Transformation hier an der Saar und gleichzeitig aber auch, wie schaffen wir die Verkehrswende? Wir sind ein Land, das mit die höchste Autodichte im ganzen Bundesgebiet hat. Und das sind alles Punkte, die gilt es dringend anzugehen. Sagt Lisa Becker. Wie gesagt, noch ist nicht klar, ob die Grünen im Landtag sind oder eben doch draußen bleiben. Ich sage herzlichen Dank für die Einordnung hier zum Moment.